eigentlich zu den ganzen Vorbereitungen bis zu den Pädophilen direkt. Sind keine Therapeuten. Ich will, dass der Schiss kriegt. Hunderte, aber wirklich hunderte Nachrichten. Ich bin 16 und suche einen Babysitter-Job. Ich bin zuverlässig und habe Erfahrung mit Kleinkindern. Machst du auch die Beine breit? Kindesmissbrauch, Horrorzahlen, die schockieren. 30.000 Verdächtige, allein im Missbrauchsskandal von Bergisch Gladbach. Was wolltest du mit dir machen? Gar nichts, ich wollte spazieren gehen. Und an Haaren riechen? Was hast du vorher? Du hast geschrieben, dass du dich mit dem 16-jährigen Mädchen treffen willst, ob die mit dir ficken kann, oder? Sei wenigstens ehrlich. Das hab ich geschrieben, ja. Okay. Passt auf eure Kinder auf. Ciao, ciao. Hallo liebe Campus-Freunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Ich würde euch wirklich heute empfehlen, sich dieses Video ganz anzuschauen. Um wen bzw. um was es sich genau handelt, sage ich euch gleich. Ja, es wird aber sehr, sehr spannend. Ja. Und ich bin vor kurzem gekommen, ich war wieder auf der Schießstätte schießen, ja, und musste ich auch einen Kommentar denken, ja, weil gerade dieses Video, wo ich einmal reagiert habe, dass die Polizistin einen Messerangreifer erschossen habe, weil er mit dem Messer, gezuckten Messer auf sie losgestürmt ist und wollte sich jetzt wahrscheinlich umbringen. Ich glaube nicht, dass er denen seine Messersammlung zeigen wollte, ja. Und dann haben einige geschrieben, ja, die Polizisten hätten in die Beine schießen sollen, die Polizisten hätten mit Pfefferspray, mit Taser und so weiter. Das heißt, meistens kommen diese Aussagen von Leuten, die null Ahnung haben, ja. Ich schieße hier nonstop mit Polizisten, mit Soldaten, mit verschiedenen Waffen und so weiter, auf bewegliche Ziele, unter Stressbedingungen. Das heißt, du läufst, schießt oben, unten, im Liegen und so weiter, auf verschiedene Situationen. Und ich weiß, wie schwierig es ist, jemanden, oder wie schwierig es wäre oder sein müsste, jemanden auf die Beine zu schießen. Außerdem, wenn du die Beine nicht triffst, ist es leichter, jemanden mit der Kugel zu verletzen, wie wenn du auf größere Teile wie Oberkörper. Ja? Zweitens, es ist ein Angreifer, der dich jetzt wahrscheinlich töten will. Deshalb rennt er mit einem Messer auf dich zu. Die Polizisten haben auch was zu verlieren. Die haben auch Familie und will sich auch nicht von irgendeinem Vollpfosten, von irgendeinem Psychopathen umbringen lassen. Ja? Was am Pfefferspray angeht, ja? Wenn jemand glaubt, dass ein Messerangreifer davon abhält, den Ding in die Augen sprüht oder so, dann irrt er sich, ja. Geschweige, beziehungsweise genau das auch Taser. Taser ist so schon sehr wirksam. Erstens einmal habe das, glaube ich, nur die Eliteneinheiten. Zweitens auch Taser. Wenn du reingibst bei YouTube so Missgeschicke, was da alles passieren kann und wie sehr wohl dennoch reagieren kann derjenige, der getasert worden ist, dann hast du dann auch andere Meinung. Deshalb bitte, bevor man irgendein Blödsinn rauslässt und schreibt dann Kommentare von Leuten, die bis jetzt wahrscheinlich nur mit Luftdruckpistole oder mit Wasserpistole geschossen haben, bitte lasst euch das lieber. Probiert es einmal selber, wie es ist zu schießen auf bewegliche Ziele, wie es überhaupt ist, wenn die Leute hierher kommen zum Ausbildung und wir gehen auch schießen, nicht nur Nacken, sondern auch schießen, wundern sich oft selber, wie schwierig das ist. Deshalb bitte nicht nur so Müll rauslassen. Hauptsache habe ich irgendwas geschrieben. Und zweitens noch kurz an meine, diese Iron Fist bzw. Eagle Claw Produkte. Habt ihr gesehen, früher habe ich das in schöne Verpackung geschickt. Das habe ich viel besser gefallen. Das kann ich jetzt heute nicht. Das war auch Papier. Und ich habe oft zurückbekommen bzw. habe es mir geschrieben, Marek, das ist komplett zerknittert, wie ein Palatschinke zurückgekommen. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich das nur in so schönen so Täschchen, so Säckchen verschicke, weil da kann nichts passieren, ja, und zweitens auch die Firma kann nicht so schnell produzieren, wie viele Produkte ich verkaufe, das heißt, die Tischler arbeiten schneller wie die Verpackungsfirma, deshalb habe ich mich entschieden, weiterzumachen, weil dieses Produkt ist ein absolute Highlight in meinem Shop, ja, weil man damit erstens einmal gut trainieren kann und zweitens gut für zu verteidigen. Und jetzt schauen wir mal das Video, beziehungsweise warum ich dieses Video gedreht habe heute, ja, das hat mir ein Freund geschickt, Marek, bitte könntest du darauf reagieren. Das hat auch ein YouTuber, ehemaliger Polizist und UFC-Fighter Nick Hein, gedreht. Und zwar wollte eigentlich so auf sexuelle Belästigung reagieren im Internet und so weiter und so fort. Aber mittlerweile hat er gesehen, wie viele kranke und perverse Schweine da draußen sind, pädophile Schweine, und hatte das dann so quasi
was ganz anderes daraus gemacht, hat sich eher an die Pädophilen konzentriert. Ja, schaut sie zusammen mal den Anfang, so kurze Ausschnitte und jedes Mal sage ich auch ein bisschen was dazu. Okay, viel Spaß. Wir gehen in den Dreck, um denen zu helfen, die sich selber nicht helfen können. Sind meine drei Töchter. Dann pass auf, stopp. Ich bin stolz auf das, was wir tun. Wolltest du 16 Minuten richtig ficken? Für meine Kinder würde ich alles tun. Ich wollte einfach nur helfen. Bestätige, höre laut und deutlich. Ich mache das für meine Schwestern. Erfolg kann man nicht planen, aber Leistung schauen. So wie wir es gesagt haben, wir pacen uns gegenseitig. Wir werden hier niemanden umbringen heute. Was wolltest du mit dir machen? Gar nichts, ich wollte spazieren gehen. Und an Hahn riechen? Was hast du vor hier? Du hast geschrieben, dass du dich mit dem Lesbian Mädchen treffen willst, ob die mit dir ficken kann, oder? Sei wenigstens. Das hab ich geschrieben, ja. Okay. Du hast mit mir geschrieben. Schäm dich. Wie oft hast du das vorher schon gemacht? Noch nie. Ich mach's auch nicht mehr. So Leute, das heißt, da habt ihr kurze Ausschnitte gesehen, um wen es sich überhaupt handelt. Ja, das sind alles irgendwelche Kampfsportler, Familientypen und so weiter. Ich habe selber 4 Kinder. Ja, und ihr wollt gar nicht wissen, was ich in meinen Gedanken über solche pädophile Idioten denke. Ja, und die sind überall unter uns. Ob das irgendein Arbeiter ist, Lehrer, bis zum Anwalt, Richter und irgendwelche hohen Politiker, die gibt es einfach überall und die Zahl ist erschreckend. Ja, das ist wirklich, wirklich erschreckend und bin ich eigentlich froh, dass es überhaupt solche Menschen gibt, die irgendwie zur Rede stellen. Und meiner Meinung nach ist das alles auch ein bisschen darstellerisch, ein bisschen auf wie ein Film oder Hollywood gemacht. Zwar gute Qualität, aber ich konzentriere mich eher nur auf die Fakten. Das alles rundherum interessiert mich nicht so viel, aber ich will, deshalb habe ich das auch geschnitten, weil sonst hätte das über eine Stunde und das, so viel Zeit haben wir alle nicht, ja? Jetzt schauen wir weiter. Ich bin 16 und suche einen Babysitterjob. Ich bin zuverlässig und habe Erfahrung mit Kleinkindern. Machst du auch die Beine breit? Hallo, bin erst 16. Das muss auch keiner wissen. Kindesmissbrauch, Horrorzahlen, die schockieren. 30.000 Verdächtige, allein im Missbrauchsskandal von Bergisch Gladbach. Manche Täter vergehen sich an den eigenen Kindern. Hi, kannst du was zu mir kommen? Für Babysitten? Nein, mich verwöhnen. Ich bin erst 16. Einmal ist immer das erste Mal. Ein Spielplatz in Berlin. Ein Mann schnappt sich ein 2-jähriges Mädchen und läuft los. Weil eine aufmerksame Mutter eingreift, wird er verhaftet. Am Abend ist er wieder frei. Keine Fluchtgefahr. Das heißt, habt ihr selber gesehen? Die haben selber geschrieben. Das war kein 16-jähriges Mädchen. Die haben sich so gegeben als 16-jähriges Mädchen. Und da habt ihr gesehen, auch was eigentlich in den Nachrichten war, wie dieser Typ sich einfach ein 2-jähriges Kind geschnappt hat und so weiter. Ich glaube, die Dunkelzahl von solchen Delikten ist viel, viel höher und viele werden auch geschützt, ja. Wenn ich ein Richter wäre, würde so ein Typ, glaube ich, nie wieder rauskommen. Ich glaube, den würde man kastrieren oder würde mindestens 20 Jahre sitzen und müsste hinten auf den Rücken drauf haben, was er getan hat, noch so lange er der Freiheit gelebt hat, damit sich diese Insassen, Gefängnisinsassen, um ihn kümmern. Wir sind auf jeden Fall erst ziemlich ruhig, begrüßen einen erstmal, dann antwortet man nicht, dann begrüßen die einen nochmal, dann antworten die erstmal auf eine Story oder so, dass die dann nochmal Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und dann kommt das ein oder andere normale Bild erstmal, entweder eine Rose oder ein Herz oder so. Ja, und dann, wenn man dann wieder nicht antwortet, dann werden die dann schon ein bisschen... Ja,
davor hast du mich ja auch so direkt gewarnt, dass du meinst, ja, pass auf, wenn du nicht schreibst, dann bist du dann nicht mehr die süße Kleine, sondern direkt die Bitch oder so, ne? Ja, und dann kommt dann irgendwann mal ein Pimmelbild. 3-4 Stück am Tag. Mal mehr. In guten Tagen sind auch schon mal 10 dabei. Ja. So, das da waren eigentlich die Frauen, weil er wollte eigentlich, glaube ich, das so verstanden habe, Video drin über sexuelle Belästigung, dass der da irgendwelche Männer so schön anschicken, entweder Instagram oder Facebook, so quasi Freundschaftsanfrage oder irgendwelche Blumen und so weiter und so, bis zu nackten Bildern, ja, und wie die Frauen selber gelangen, bis sie dir irgendeinen Pimmel zeigen und so, wem interessiert das, aber ja, die sind einfach so krank in ihren Köpfen, ja, dass wir Normalen das nicht verstehen, ja, aber jetzt gehen wir langsam schon wieder eigentlich zu den ganzen Vorbereitungen, bis zu den Pädophilen direkt. Die Leute dürfen nicht frei rumlaufen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Also ich habe mir gedacht, dass wir die Mädels dazu kriegen, dass sie halt diese Typen halt zu einem Treffen überreden. Und wir suchen den Treffpunkt aus. Ich will, dass wir uns so positionieren, dass von allen Seiten einer kommt. Ich will, dass er stiften kann. Genau, ja. dass der merkt, dass er erstmal überwältigt ist. Ja. Der weiß nicht, sind das jetzt 3, sind das 5, weißt du, der soll erstarren. Mhm. Weil dann haben wir ihn, dann ist er auch mental, ist er auch weich. Richtig. Und dann dringen wir auch vielleicht besser zu ihm durch. Eine Sache zu unserem Auftreten, wir sind keine Therapeuten. Ich will, dass der Schiss kriegt. Also legten wir Köder aus mit den Bildern der Mädchen auf eBay Kleinanzeigen für einen Babysitterjob. Mit dem feinen Unterschied, dass wir sie diesmal minderjährig machten. Und zwar 16 Jahre. Die Reaktion war erschreckend. Wir bekamen hunderte, aber wirklich hunderte Nachrichten. 95% unseriöser Natur. Was da kam, kann man sich nicht ausdenken. Direkte Anfragen für bezahlten Sex. Penisbilder, schräge Angebote an den Haaren zu schnüffeln oder Slips zu kaufen oder vor der Kamera zu masturbieren, das ist nur ein kleiner Auszug dieser perversen Angebote. Das Internet ist voll mit Dreck und Perverse scheinen dort einen Freifahrtschein zu haben. Die Tatsache, dass wir die Mädels 16 Jahre alt gemacht haben, schien die Menschen nicht abzuschrecken, sondern tatsächlich die niedrigsten Kreaturen aus der Anonymität des Internets hervorzulocken. Also änderten wir unsere Strategie und konzentrierten uns jetzt auf Pädophile. Ich fokussierte mich also auf eine Handvoll Pädophile und ich muss sagen, dass der Schriftwechsel mit diesen, ich kann sie nicht mal Menschen nennen, mich wirklich betroffen machte. Ich bekam Probleme mit dem Einschlafen. Hier ist es auch sehr wichtig, die Vorbereitung, weil ich glaube schon, dass diese Pädophilen sehr vorsichtig sind, ja, und glauben auch, das könnte eventuell nur irgendeine Falle sein. Das heißt, man muss da wirklich sehr vorsichtig und solche kranke Schweine auch zu schnappen. Das Auto. Ja, fährt auf dem Parkplatz. Das ist er. Das ist er. Was hast du vor hier? Spazieren. Spazieren? Ja. Mit einem 16-jährigen Mädchen? Sie hat gesagt, 20. Mhm. Ja? Ja. Im Chat hat sie gesagt, dass sie 16 ist. Ja. Und du hast gesagt, dass du dich trotzdem mit ihr treffen möchtest. Hast gefragt, ob sie Jungfrau ist, oder? Hast du das gefragt? Ja, ich habe gesagt, er fragt aber nicht wegen schlechtem Gewissen. Du hast schlechtes Gewissen gehabt? Nein. Nein? Das habe ich nicht gefragt. Ich wollte, dass ich, so, wie gesagt. Was wolltest du mit ihr machen? Nichts, wirklich. Spazieren und so ein bisschen. Du hast jetzt die Chance, die Wahrheit zu sagen. Wie bitte? Die Wahrheit. Ohne Scheiß, jetzt wirklich nur ein bisschen spazieren. Die Wahrheit. Wer bist du? Der Chatverlauf ist bekannt. Der Chatverlauf ist komplett bekannt. Ja. Sag die Wahrheit. Ja, wirklich. Ich schwöre es. Pass mal auf. Ist wirklich, ich wollte. Du hast gefragt, ob sie Jungfrau ist. Warum wolltest du das wissen? Warum will ein 44-Jähriger von einer 16-Jährigen wissen, ob die Jungfrau ist? Nein, ich wollte fragen, also. Damit du dir wirklich was gemacht oder nicht, weil wenn sie Jungfrau ist, ist es noch sicher, dass er für mich auch. Weil das ist ja dann, da wollte ich nicht mit sie. Du bist 44, du bist verheiratet. Was will ein 44-jähriger verheirateter Mann mit einer 16-Jährigen? Ich wollte, wie gesagt, nur ein bisschen spazieren, wirklich. Hast du eine Tochter? Ja. Wie alt? 8. Ja. Was würdest du sagen, wenn ein 44-Jähriger sich mit einer 8-Jährigen trifft? Ja, aber wie gesagt, ohne Scheiße ist es keine schlechte Gewissen. Du wirst nie mehr auf eBay Kleinanzeigen schreiben. Okay.
Versprochen. Wir sind da draußen. Wir haben 100 Fake-Accounts. Okay. Das ist der einzige. Wenn du noch einmal, wenn du noch einmal mit uns schreibst, dann veröffentlichen wir alles von dir. Okay. Dann weiß jeder, wer du bist. Dann weiß jeder, dass du ein Kinderficker bist. Nein, das macht nicht. Deine Reise endet jetzt hier. Ja. Was sagst du dazu? Es ist wirklich ein Wahnsinn, wie die versuchen, alles zu leugnen. Denn stellt es überhaupt nicht, dass das Mädchen, da sieht man, was man eigentlich, der wir körpert und Kontakt fürs Geld, er will es spüren, er will, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und meistens sind das Leute, die selber Familien haben und Kinder zu Hause, das verstehe ich nicht wirklich. Der hat eigene Familie, Kinder zu Hause und dann versucht andere Kinder zu belästigen oder sexuell missbrauchen oder so, das ist wirklich, ich verstehe auch nicht, was in Köpfen von diesen Psychos eigentlich abgeht. Ja, ich würde gerne lieber sowas machen, abseits von Kameras und so weiter, weil ob der da was davon lernt, nur weil man ihn droht oder so, glaube ich nicht. Der ist so krank im Kopf, solche Leute sollte man einfach einsperren. Ich glaube nicht, dass ihm das wirklich eine Lehre war. Eventuell wird er öffentlich auf den Seiten nicht mehr irgendwie verkehren, aber der wird schon wieder woanders seinen Weg finden. Das glaube ich zumindest. Ich glaube, das wird ja sein. Wir hätten einfach vorbeifahren müssen. Gar nichts, ich wollte spazieren gehen. Und an Hahn riechen? Nö. Nee? Nö. Wollen wir mal reingucken? Natürlich. Ja? Bist du Carina? Nö. Nee. Scheiße. Ja. Wer ist das? Ich will das doch nicht. Sorry, jetzt guck ihn an. Ja. Guck ihn an. Ja, bitte. Aber ich mache es doch nicht. Beruhig das. So, wir machen das nochmal jetzt. Wolltest du dein Ding an sie drücken? Ja, gut. Ich wollte drücken. Okay. Okay. Du wusstest, dass sie 16. Du hast sogar gedacht, dass sie 15 ist. Ja, okay. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Zuerst leugnet er das, dass wenn denen dann zeigen, um was es eigentlich geht, ja. Und das kann er eigentlich gar nicht leugnen, weil die haben das geschrieben, die haben sein Bild und so weiter, ja. Der wollte sein Ding an sie drücken und so weiter. Mein Gott, wie pervers diese Menschen sind, ja. Ich habe auch 4 Kinder, 4 Jungs, ja. Aber manche glauben, ich habe nur 2, wenn ich nur mit den 2 trainiere. Ich habe 4 Jungs, der älteste ist schon 21 und so weiter, ja. Aber wenn ich sowas denke, dass ich eventuell noch Tochter hätte, aber eigentlich solchen perversen Schweinen ist das sowieso egal, ob Tochter oder ein Junge oder ein Mädchen, ja. Und wie die dann noch lügen, dann sagt er, ja, wollte nur mit ihr spazieren gehen, aber dann schreibt er so perverse Sachen und so weiter. Wenn die dann nicht wären, wer weiß, was wäre, wenn da wirklich ein 16-jähriges oder 15-jähriges Mädchen wäre. Mir ist wirklich zum Kotzen, wenn ich sowas sehe, wie viele Perverslinge herumlaufen. Ich finde auch pervers, in manchen Ländern, wenn man 8, 10-jährige, 11-jährige Mädchen heiratet, ganz offiziell, oder einen 60-jährigen heiratet, das ist für mich auch Pädophilie pur, ja. Das kann mir auch keiner was anderes behaupten. Das kann einfach nicht sein, dass man so einem kleinen Kind schon sein Leben zerstört, ja.
Und solche Idioten, ja, und egal auf welchen Positionen, da muss man wirklich sehr aufpassen und dass diese ganzen Gesetze einfach lasch sind und dass die sich sowieso, der hat sogar, kennst du ja auch ganzes Video anschauen, er hat gewusst, dass es offiziell ist, wenn das Mädchen einbewilligt, kann schon 14-jähriges Mädchen Sex mit einem erwachsenen Mann haben. Deshalb sind auch diese Gesetze alles so lasch. Wenn der gleich 15, 20 Jahre bekommen würde, irgendeine oder in der Psychiatrie, keine Ahnung, wo man wirklich irgendwas machen würde, dass diese Aggressoren, diese Pädophilen Angst bekommen, dann würde es ganz anders aussehen. Genauso wie dieselben, die dich nur aus Spaß gegen deinen Kopf treten, dass du dann haupttot im Krankenhaus liegst oder in Rollstuhl, bekommt er dann ein Jahr auf Bewährung oder sonst irgendetwas. Diese ganzen Leute, diese ganzen Aggressoren, Pädophilen und egal welche Aggressoren lachen über diese deutschen Gesetze, weil das einfach eine Lachnummer ist und der weiß, egal was, der wird höchstwahrscheinlich in kurzer Zeit wieder draußen und macht es eines weiter. Und da rede ich gar nicht von diesen hohen Positionen, die solche noch in Schutz nehmen. Und das sollte einfach nicht sein. Und ja, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich so einen erwischen würde auf der Straße. Und ja, das lasse ich lieber für mich. Aber ich wollte euch das unbedingt zeigen. Jetzt hier auch auf dem Kanal von Nichtheim. Das ist auch wieder ein Typ. Das ist ein Typ, der ein Fighter ist. Das ist wirklich ein Kämpfer, das ist nicht einer, der dann nur irgendwelche Hollywood-Sachen zeigt und oder behauptet, meine Techniken darf ich nicht zeigen oder benutze, weil die sind lebensgefährlich und so weiter. Das sind auch Leute, die wirklich hart trainieren, ja. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt stark, danke für alles, Leute, und man sieht sich wieder in dem nächsten Video.